Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Manipulation ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. In Politik, in der Schule, auch in Beziehungen. Im Privaten und im Beruflichen. Wie komme ich dahinter, wie diese Manipulation ständig geschieht und merke ich, dass ich manipuliert werde? Viele merken es nicht, weil viele von diesen Techniken natürlich subtil sind, unauffällig sind, unsichtbar sind. Im Folgenden bringe ich Ihnen 7 von diesen unsichtbaren Manipulationsmethoden, damit Sie da rauskommen, damit Sie es in Zukunft entlarven können. Manipulieren heißt, den anderen in die Hand bekommen, den anderen zu etwas zu bringen, was der gar nicht will und was aber ich möchte. Wenn ich erfolgreich manipuliere, habe ich Macht und kann ich sehr vieles bewirken. Noch dazu, idealerweise, dass es der andere gar nicht merkt und sich denkt, das ist das, was ich selber will, oder ich merke gar nicht als Manipulierter, dass ich gerade manipuliert werde. Und deshalb braucht es eben sehr viele subtile Techniken und sehr viele Tricks, die eben unauffällig sind. Wenn die Manipulation aufgedeckt wird, dann ist keine Manipulation mehr. Dann ist es offene Propaganda und dann werden sich die Menschen, die nicht Angst haben oder die Menschen, die das eben erkennen, dagegen wehren. Wenn es nicht erkannt wird oder wenn es getarnt wird, ja, dann werden viele Menschen darauf reinfallen. Daher, wie erkenne ich jetzt diese Unsichtbarkeit? Wie erkenne ich dieses Verdeckte, dieses Unauffällige? 7 Möglichkeiten, auf die man schauen kann, damit Sie besser hinschauen können und sich nicht hinters Licht führen lassen. Eine erste Technik ist scheinbar unterstützend, aber es folgen den Worten keine Taten. Man denkt sich, ja, der ist verbindlich, dieser Mensch, er bemüht sich, er vermittelt, dass er das und das tun mag. In Wirklichkeit geschieht gar nichts oder sogar das Gegenteil. Dann wird man natürlich schon skeptisch und denkt sich, hey, wieso ist jetzt nichts passiert, ja? Und dann kommt sofort, nein, das stimmt, das hast du falsch verstanden, das braucht ja noch mehr Zeit und ich bin ja mittendrin und du siehst es falsch. Also schon wieder eine Manipulationstechnik, um den anderen zu beschwichtigen und zu beruhigen. Und wenn ich Vertrauen habe, dann glaube ich dem. Deshalb ist ein erster Schritt hier, zu sagen, ich messe dich an deinen Taten und ich messe dich daran, ob du auch das hältst, was du versprichst. Das ist für mich ein Vertrauensbeweis, wenn du auch paktfähig bist. Wenn das nicht paktfähig ist, dann kann ich nicht mehr vertrauen. Das gilt bis hin auch auf die Politik. Ich möchte auch, es kann schon sein, dass sich was ändert, aber dann muss ich das so transparent gesagt bekommen. Es tut mir leid, ich habe versprochen, dass ich das und das tue. Mir war wichtig, das und das umzusetzen. Es geht aus den und den Dingen nicht. Aus den und den Gründen nicht, ja. Ich werde aber mich bemühen, das und das zu adaptieren, damit ich das und das umsetzen kann. Dann ist okay. Aber wenn es sang- und klanglos plötzlich heimlich einfach verschwindet und ich dann noch einmal komme und es wird mir wieder versprochen, dann wird es eine Veräppelung und dann ist es eben eine subtile, unsichtbare Manipulationstechnik. Zweite Technik kann sein, dieses heimliche Sabotieren. Ja? Es wird Gutes dann schon im Keim erstickt oder Gutes dann zerstört, wo man sich denkt, warum jetzt? Ja? Ich bringe eine Idee im Vertrauen, zum Beispiel meinem Partner, der sagt, ja, ist eine gute Idee, mach das. Und dann tut er aber sogar ganz alles dagegen, dass es nicht ist. Also ich bespreche mit meiner Partnerin zum Beispiel, dass wir jetzt einen Ausflug machen am Wochenende und es geschieht alles, das nicht möglich ist. Ja. Auf einmal ist ein anderer Termin an dem Tag und so weiter. Und ich denke mal, gut, dann ist halt nicht an dem Tag. Wenn es am Samstag nicht geht, dann am Sonntag. Sonntag ist dann auch nicht möglich. Es wird aber nicht gesagt, ich will nicht mitgehen. Und am Schluss denke ich mir, ja, warum? Wir haben doch gesagt, wir fahren auf den Ausflug. Na, siehst du nicht, dass da andere Dinge geplant sind? Nein, nicht, weil wie wir das besprochen haben und du zugestimmt hast zum Ausflug, waren die Dinge noch nicht eingeplant, die sind erst nachher dazugekommen. Wenn ich das dann aufdecke, dann wird mir gesagt, na, du bist immer der, der dann dagegen ist. Warum willst du denn nicht die Sachen machen, die ich mache? Also es wird wieder eine andere Manipulationstechnik dann vorgeschoben und diese Sabotage wird dann hingestellt, ja, ich bin ja eh richtig, aber du bist schon wieder falsch. Und dann muss man sagen, stopp. Das muss man ganz klar aufklären, ganz nüchtern, nicht emotionalisieren, sondern sagen, ich lasse mir nicht ein X für ein U vormachen, sondern das, was
ausgemacht ist, das nehme ich mal an, dass das gilt und da vertraue ich, dass du das auch ernst nimmst und nicht, dass du mir ohne es zu sagen was anderes dann versuchst hineinzudrücken. Dritte Technik ist, viele Daten zu sammeln, dass die Informationen dann eben als Waffe benutzt werden können. Ganz unterschiedlich, da gibt es tausende Varianten. Wichtig ist, wenn Sie merken, da sammelt jemand von Ihnen Daten, da ist jemand neugierig, da will jemand Infos haben, um das dann für sich zu gebrauchen bzw. zu missbrauchen, was häufig das sein wird. Stopp, ich gebe dem keine Daten mehr, ich kann dem nicht mehr vertrauen. Eigentlich bei all diesen Manipulationstechniken geht es immer ums Vertrauen. Wenn das einmal missbraucht wurde, muss ich zurückgehen. Und wenn dann der sagt, na gebitte, das ist ja nicht so schlimm, wenn du mir die und die Daten gibst, das kann ja nicht so schlimm sein. Ich habe schlechte Erfahrung gemacht, du hast die Daten für was anderes verwendet oder du hast sie sogar dann so verdreht, dass dann was anderes rausgekommen ist. Du hast die in einem anderen Zusammenhang eingebaut. Ich kann dir nicht mehr vertrauen, mache ich nicht mehr. Wenn dann Aggressivität kommt, dann wissen sie, da war was anderes im Spiel. Viertens, Doppelbödigkeit. Super charmant nach außen, total hart nach innen. In der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, großartig, nett, liebevoll, zuvorkommend, einfühlsam, nach innen, in der Kernfamilie dann oder in der Partnerschaft, lieblos, hartherzig, überhaupt nicht empathisch, total egoistisch, stur. Wie geht das zusammen? Wenn Sie das erkennen, dann ist die Manipulationstechnik, ich möchte nur nach außen narzisstisch großartig wirken und nach innen bist du mir egal. Ich manipuliere dich subtil, komm mit mir nach außen und hab deine schöne Welt und nach innen lass mich in Ruhe. Ich will mit dir innen eigentlich nichts zu tun haben. Wenn das ist, dann werden sie emotional massiv getriggert, negativ getriggert. Dazu gibt's eben diesen Rettungsplan gegen emotionale Manipulation. Unten in der Videobeschreibung finden Sie eben alle Infos, um sich bei triggerfrei.at diesen Rettungsplan herunterzuladen, damit Sie diese Doppelbödigkeit schneller erkennen können und damit Sie sich nicht mehr emotional manipulieren und missbrauchen lassen. Fünftens, so gut gemeinte Ratschläge, also echte Schläge, wo dann das am Schluss total schlecht rauskommt. Der Partner gibt mir einen Tipp und es kommt dann nachher raus, das ist ein Desaster geworden. Ja. Ich habe ihm vertraut und es ist danach viel, viel peinlicher geworden, viel unangenehmer. Der hat mich richtig ausgeliefert, der hat mich hineingehetzt in eine unangenehme Situation. Er hat das gewusst, er hat es geahnt, dass das schief gehen wird. Er selber ist draußen geblieben und hat mich hineingeschickt. Geht gar nicht. Ja. Wenn ich das erkenne, ist natürlich das Vertrauen zerstört. Wenn er dann erklärt, na, das hat er nicht gewusst und so, dann sehr kritisch sein, sehr hellhörig sein. Er hat das ziemlich genau gewusst, ziemlich genau geplant, aber er wollte draußen bleiben und er hat sich schon von ihnen verabschiedet. Er will mit ihnen schon eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ja? Deshalb kann er auch so agieren. Das wirkt gar nicht subtil, ist aber subtil, weil er dann nachher meistens sagen wird, na, ich habe das nicht gewollt, das ist ja deine Sache, dass das so passiert ist. Ja? Und da dreht er, versucht er wieder die Wahrheit umzudrehen, versucht er wieder Dinge anders darzustellen, als sie tatsächlich sind und auch hier wieder ganz klar bleiben, Moment, das hast du gesagt, das ist rausgekommen. Sechstens, oberflächliche Kooperation, Freundlichkeit nach außen, nach innen überhaupt keine Unterstützung, nach innen sogar Ablehnung bis hin zu Gleichgültigkeit oder auch Hass oder auch Vermitteln von Scham. Wenn das wieder ist, das Narzisstische nach außen, das charmante Gehabe nach außen, wenn es eben etwas gibt, wo andere noch zusehen, sehr vorsichtig sein, wenn das nicht zusammenpasst mit dem Inneren. Wenn es im Privaten so ist, dass er noch im Privaten, im persönlichen Zweiergespräch auch eine Fassade aufbaut und nachher aber dann das eigentliche mürrische, unangenehme hervorkehrt, dann wissen Sie, er spielt Ihnen auch noch was in der Paarbeziehung was vor. Noch mehr auf Abstand gehen. Das ist ein massiver narzisstischer Akt, den er setzt, um etwas zu kriegen. Er ist charmant zu Ihnen, er ist nett zu Ihnen. In Wirklichkeit bedeuten Sie ihm nichts mehr. Er ist unempathisch. Er spielt nur empathisch, dieser Narzisst, und versucht Sie
zu manipulieren, indem er weiß, wo sind ihre Triggerpunkte, er umarmt sie ganz nett und streichelt sie und auch in Wirklichkeit hat er überhaupt kein Interesse, irgendwas ihnen zu geben. Ja, das ist nur Masche, das ist nur Technik, das ist nur eben eine Attitüde, um das zu kriegen, was er will, nämlich in Ruhe zu haben oder frei zu sein oder was auch immer. Ja. Und wenn sie das entlarven, Abstand und ihm sagen, so lasse ich mich nicht manipulieren. Daher eben dieser Rettungsplan, der für sie persönlich eine echte Hilfe sein kann. Ein 7. Punkt ist, wenn der Partner aktiv Unsicherheit schafft. Also er versucht sie zu verunsichern, damit sie mehr auf ihn wieder vertrauen, damit sie wieder sich von ihm bedürftig oder abhängig oder hilfsbedürftig erklären, damit er dann sagen kann, ich rette dich. Aber vorher lässt er sie rein, vorher lässt er ihnen, macht er ihnen Schwierigkeiten, vorher gibt es wirklich massive Probleme, weil er das Gefühl hat, ich bin der Beste, ich vermittle das und du bist unfähig. Dabei stimmt das gar nicht, sie sind sogar sehr fähig, ja? Sie sind total stabil, der unfähig und unstabil ist, ist er, der versucht zu manipulieren. Er ist sogar sehr unsicher. Der Narzisst oder der manipulierende Mensch ist meistens unsicher, versteckt das aber und vermittelt eine sehr starke Sicherheit, eine sehr starke dominante Redeweise, ein sehr selbstsicheres Auftreten. Aber in Wirklichkeit ist er das nicht. Und daher schützen Sie sich, wenn Sie merken, Sie werden auf verschiedenste Art und Weisen mit einer oder der anderen Technik, die ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe, manipuliert. Raus aus diesen alle vertrauensschädigenden oder sogar vertrauenszerstörerischen Techniken. Lassen Sie sich nicht ein X für ein U vormachen, wenn Sie merken, da passt irgendwas nicht, das ist echt nicht okay. Stop it. Raus aus dieser unklaren Situation, klären Sie es auf und wenn der Partner nicht mitmacht, wenn er das nicht zugibt, wenn er sich nicht ändert, müssen Sie noch mehr auf Abstand gehen, weil es hört ja nicht auf, die Manipulation geht ja ständig weiter. Und je länger Sie mitmachen, desto mehr hat der Partner dann das Gefühl, ich kann eh weiter manipulieren, es funktioniert ja. Deshalb müssen Sie es wirklich, sobald Sie es aus der Sichtbarkeit heben, vom Unbewussten ins Bewusste, ist es ganz wichtig zu sagen, ich habe es jetzt durchschaut für mich, ich mache da nicht mehr mit. Nein, du kannst mir eben jetzt nicht irgendwie was Schönes einreden, du kannst mich nicht mehr verunsichern. Eine von diesen 7 Techniken wird meistens angewendet werden. Daher schützen Sie sich, Sie sind auf einem guten Weg, wenn Sie das jetzt erkennen und Sie haben recht, nicht der Partner.